Oh, die Sonne geht gerade auf, bin ich ja richtig aufgewacht. Ich wollte draußen noch ein bisschen Weg bauen. Ja, anscheinend bin ich der Einzige, der das macht. Ja, ihr zwei kommt jetzt mal mit hier. Aufstehen. Hallo, Hund 2, stehst du bitte auch auf? So, und jetzt Hundi 2. Hallo. Kleine Frage, haben Sie vielleicht Federn? Oh, Vorsicht. Oh. Ja, haben Sie vielleicht eine Feder oder zwei? Ui, da müsste ich oben mal nachgucken. Okay. Hab ich eine Fee? Oh, ich habe sogar fünf. Hehe. Ich habe sogar fünf. Die können Sie gerne haben. Danke. Die lassen Wie geht's Ihnen diese, denn? ja, die lassen diese komischen Hühnervögel gerne mal fallen. Ja. Aus. Vielen Dank. Ja, bitte. Schönen Tag noch. Ebenfalls. Na kommt, ihr zwei. Ja. Ja, guckt mal, habt da ganz viel Platz. Ihr könnt da toben. Ja, fein. Und hat schon jemand was gekauft? Nö. So, hier geht dann der Weg weiter. Ja, was entsteht da hinten, bitteschön? Das werden wir uns gleich angucken. So, dann geht hier ein Weg lang. Ja, hier oben kann man auch einen lang machen. Vielleicht baut da hinten noch jemand. Oder die Baumplantage könnte dahin. Und hier lang. So. Was wird hier gebaut? Wird das ein Haus? Oh, Pfeile. So. Geld habe ich dabei. Sollen die mal weiterreden? Jetzt wäre ich da fast runtergefallen. Hat die Frau Sissi denn jetzt das hier auf? Ich will Saft! Upsalat kenne ich schon. Ich hab doch erst diese Pferdepest ausgelöscht. Warum sind jetzt hier so viele? Hm. Oh, was ist das denn? Hehe. Lecker. Hi. Hallo?
Noch was? Ein kurzes Ding. Verkaufst du den Lehm und generell diese Dinger? Ja. Wie viel kostet ein Stapel von dieses, aus dem die Dinger gemacht werden? Die Dinger? Ja. Müsste ich gucken. Okay. Und außerdem habe ich gerade nicht viel Lehm da. Okay. Ja, man braucht 16 Lehm, um einen Stapel von den Vorarbeitsdingern zu machen. Ja, ich weiß. Okay, ja, ciao. Sie wirken ganz schön genervt. Herr Tobias, ich habe mit dem Herrn Darko schon gesprochen. Ja. Die Stadtmitte besteht ja aus Slate. Diesem Stein, genau. Und dann noch aus so einem weiterverarbeiteten. Mhm. Und ich würde gern die Wege alle aus diesem Stein bauen, weil der sieht auch recht. Treppen? Ja, Treppen, Stufen. Kommen Sie mal heute in die Stadtmitte. Ja, ich weiß. Häusern und so. Ja, genau. Und halt, ich würde halt links und rechts mit diesem Stein weiterbauen. Und in der Mitte den? In der Mitte den, genau, weil das sieht irgendwie, ja, schön aus. Ist ein tolles Muster. Und ich weiß jetzt halt nicht, ob man aus dem und dem, also aus dem weiß ich ja, das sieht man da oben, Stufen machen kann. Treppen weiß ich jetzt nicht, ob man das aus dem machen kann. Ja, und Stufen auch. Schau dann. Ich bräuchte da halt vieles. Ja. Ich werde mich darum kümmern. Ja, preislich. Ich denke mal, wir wären uns einig, weil das ja zum Wohl der Stadt ist, damit es auch ein bisschen schöner aussieht. Ich habe halt ein bisschen, gerade nicht so viel Zeit da. Ich habe ein bisschen, also einmal könnte man da schon kaufen, aber noch unverarbeitet ist leider. Ja, ich brauche es leider verarbeitet. Ja, dann werde ich mich darum möglichst schnell kümmern, aber ich wollte eigentlich nur noch kurz online kommen wegen den Verkaufsautomaten, die wovon der Herr Darko jetzt ja neuerdings welche bauen kann. Ja, habe ich schon mitbekommen. Und ich bräuchte 2 Stapel Sand in der nächsten Zeit. Sand. Habe ich, glaube ich, noch welches da, muss ich gucken. Ich hätte 1,5 hätte ich da. Ja, dann nehme ich erstmal das. Da ich derzeit genug Geld habe, würde ich nur eine Eisenmünze. Okay, das ist ja recht günstig. Ja, wie gesagt, ich habe in der Zeit finanziell ziemlich weit oben. Naja, also, es kommt ja irgendwie auch jeder zu Ihnen. Es kommt ja irgendwie auch jeder zu Ihnen, der Stein braucht für sein Haus. Ja, wie gesagt, ich herrsche in Sachen Minenhandel, welches ist so ungefähr den Markt. Ja, und Fräulein Sissy, das mit dem Essen. Ja. Deswegen, wenn ich gerade genug Geld habe, habe ich auch nicht so hohe Preise. Oh, das ist gut. Also, sagen Sie mir immer Bescheid, wenn Sie genug Geld haben, dann komme ich immer einkaufen. Ich muss jetzt aber mich auch noch, mal schlafen. Alles klar, dann schlafen Sie mal schön. Hallo. Ich habe hier etwas Sand aus der Mine. Könnten Sie mir das zu Glas brennen und dann eventuell zu solchen dünnen Glasscheiben? Ja, also zu dünnen Glasscheiben. Ja, für mein Haus. Also dann wäre das die Art, in der man es ganz normal im Ofen schmelzen würde. Ich denke, ich kenne mich damit nicht aus. Also, weil sie, die der Herr Darko, benutzt hat, oder? Also, ich möchte nicht Glas, was so dick wie dieser Dreckklumpen ist, sondern dünner. Ja. Ja, gut, okay. Ja. Gut. Dann komme ich später nochmal auf Sie zurück, wenn Sie eventuell schon fertig sein sollten. Ja, das dauert nach meiner Meinung nach nicht so lange. Okay, ne, ich möchte mir mal da hinten das Haus angucken gehen und dieses, keine Ahnung, was das ist. Alles klar. Okay, bis dann. Du
nie mit mir an. Hallo? Ach, da oben. Was ist denn das hier? Ein Luftschiff. Ein Luftschiff? Ju. Und was kann man damit machen? Fliegen. Fliegen. Ju. Wenn du willst, kann ich dir das zeigen. Ui. Ah, danke. Das waren aber zwei. Ah, hab ich nie gesehen. Steig ein! Ui! Au. Au. So, Ich gehe da hin und wenn ich... Oh, wenn ich oh, das ist... Du musst das jetzt hier abbauen, das ist später. Jetzt, so und hier oben drauf? Ja, wenn ich jetzt den Schiff assemble, kannst du sein. Ah, jetzt. Ja. Jo, jetzt fliegen wir hier. Boah, das ist ja cool. Jo. Dort werde ich meine Schiffe bauen. Dort. Ach, sie bauen die Flugschiffe? Jo. Boah, ich will auch so eins haben. Ja, wenn ich fertig bin, zumindest ansatzweise mit dem, was ich vorhabe zu bauen, dann kann ich dir auch eins bauen. Ja, die dann... Die Dinger sind aber teuer. Ich... Ja, Oder du hast Wolle und Strings. Weil das Nervigste ist, den Ballon zu machen. Ja, wegen Wolle, da kann ich auf die Jagd gehen. Oder ich fange Tiere ein, die Frau Sissy dann nackig macht. Oh nö, das Fenster, hat man die Stadt schön im Blick. Jo. Kann man alles besser überwachen. Jo. Und wenn ihr Eisen habt und so, dann kann ich die Dinger noch schneller machen. Kann ich so Steam Engines machen. Na, sogar noch schneller. Oh, das wäre echt gut. Allerdings, meins dürfte da nicht so groß sein, weil ich meins hauptsächlich für die Überwachung brauche. Jo. Oh, das ist aber richtig cool. Ja. Weißt du, wie viel Wolle irgendwo kosten? Kann man überhaupt Wolle kaufen? Oh, also ich verkaufe derzeit von den Krabbelfiechern diese weißen Fäden. Aha. Aber... Wenn ich sag mal so, ihnen die überlasse, dann könnten sie mir ja mit dem Preis auch entgegenkommen später mal. Jo. Ja, da würde ich die dann holen. Für wie viel verkauft ihr die Spinndinger? Weil ich will meine Preise dann. Also. Wie viel die Ballons kosten. Ich verkaufe gerade, weil ich mit den Preisen mich noch nicht so gut auskenne von den Monstersachen, 4 Stück für ein Iron. Coin. Allerdings, ich denke mal, weil die so dünn sind, werde ich vielleicht sogar mehr draus machen. Also mehr Ware für ein Iron Coin. So. Jetzt. Ich bin schlecht. Hallo. Sachen wieder machen. Ja. Klar. Und wegen den Fäden, ich komme dann bestimmt nochmal auf sie zurück. Okay. Schönen Abend noch.